Hallo, hier ist die Dela. Bevor diese Folge losgeht, wollte ich euch einen kurzen Audiokommentar bzw. eine Audio-Postkarte vom lieben Oboemann heranschneiden. Die haben wir nämlich kurz bekommen, nachdem unsere Folge fertig war. Und deswegen habe ich die nicht so richtig im Gespräch eingebunden. Aber wir freuen uns ganz riesig über den Audiokommentar vom Oboemann. Ganz vielen Dank. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Anhören. Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 27. König, Bube, Dame, Gast, Podcast. Ich grüße euch aus dem Urlaub, schicke euch eine kleine Audio-Ansichtskarte. Heute blauer Himmel, traumhaftes Meer, ganz leichte Wellen, die ihr vielleicht im Hintergrund hört. Ein paar Leute im Meer, viele Leute am Strand, aber der Strand ist so riesig, dass sich das locker verteilt. Kein Teutonengrill, keine mechanisch aufgestellten Sonnenschirme und Liegen. Jeder hat sein Zeug hier dabei und Platz ist hier ohne Ende. Das Audio-Souvenir für euch, wenn ich hier so gucke, dann herrschen hier natürlich auf den Liegen die Bücher vor. Es werden Krimis gelesen, es werden Liebesromane gelesen, alles Mögliche. Ich habe jetzt keinen Stephen King entdeckt, aber wenn ich da jetzt die 4-5 Kilometer Strand nach hinten gucke und wenn ich das ablaufen würde, würde ich mal behaupten, garantiert ist da irgendwo ein Stephen King dabei. Ich habe hier auch schon angefangen zu lesen für unsere möglicherweise nächste Zusammenkunft. Ich glaube, ein paar Folgen dauert es noch, aber ich bin schon mal dabei. Liebe Grüße aus Spanien, der Christian. Wir haben uns riesig gefreut, fühl dich geknuddelt und hab noch eine wunderschöne Zeit, falls du nicht schon wieder da bist. Und falls du schon wieder da bist, dann hab trotzdem eine tolle Zeit. Pass auf dich auf und lass dich nicht stressen. Bis dann, ciao. König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir wollen heute mit dem lieben Gast Stefan, auch bekannt als Arrowline, über die drei nächst Kurzgeschichten in Nachtschicht reden. Diesmal soll es also darum gehen, dass wir Spätschicht behandeln, dass wir den Mauervorsprung behandeln und Quitters Inc. Und dazu begrüße ich wie immer den Jonas. Hallo. Den Flo. Guten Abend. Und unseren wundervollen Gast, den Stefan. Liebe Grüße. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir an der Stelle auch gleich direkt einsetzen. Und wir reden zuallererst über die Geschichte Spätschicht. Und deswegen möchte ich gerne den Flo um die historische Einordnung bitten. Ja, von den Kurzgeschichten gibt es ja nicht so viel Einordnung. Ich wollte kurz noch mit meiner Mini-Biografie weitermachen. Das Buch ist ja 1978 erschienen und die meisten Geschichten sind schon viel früher geschrieben worden. Die meisten stammen aus den frühen 70ern, einige sogar aus den späten 60er Jahren. King und seine Frau Tabatha haben am 2. Januar 1971 geheiratet. Im Mai wurde ihre Tochter Naomi Rachel geboren und etwa ein Jahr später, am 4. Juni 1972, kam der Sohn Joseph Hillstorm auf die Welt. Den kennt man heute als den Autor Joe Hill. Die finanzielle Situation der Familie verschlechterte sich in dieser Zeit rasant. Sie lebten in einem Trailerpark, das Geld reichte vorne und hinten nicht und jede Kurzgeschichte, die King verkaufen konnte, war wie ein kleiner Segen. King begann, ich zitiere, viel zu trinken. Und er litt unter einer Schreibblockade Anfang 1972. Er kramte eine Kurzgeschichte hervor, die er angefangen hatte. Carrie schrieb ein bisschen, warf sie weg. Was daraus geworden ist, haben wir dann schon besprochen in unserer ersten Folge. Die Geschichte landete schließlich fertig beim Verlag Doubleday, der auch dieses Buch hier rausgegeben hat. Und der Rest ist eigentlich Geschichte. Der Roman wurde damals akzeptiert. Die Mitteilung musste per Telegramm an die Kings geschickt werden, weil sie kein Telefon hatten, sie konnten sich keins leisten. Und Tabatha musste von den Nachbarn aus ihren Mann in der Schule anrufen und ihn informieren, dass ein Brief gekommen war. Er wusste, wenn sie anruft, kann es nur zwei Dinge bedeuten. Entweder sind die Kinder beim Rumturnen hingefallen und haben sich das Genick gebrochen, oder Carrie wurde veröffentlicht.
Es war glücklicherweise das zweite. Viele weitere Romane und Kurzgeschichten folgten und ja, heute besprechen wir wieder drei davon und wir fangen an mit Spätschicht. Jonas, worum geht's da? Zwar geht es um den Arbeiter Hall. Der wird zu einer Reinigungsschicht im Keller einer Spinnerei eingeteilt. Und dabei kommt es immer wieder zu Angriffen durch sehr große Ratten und Fledermäuse. Schließlich entdeckt er, oder besser gesagt der gesamte Trupp, mit dem er da unterwegs ist, eine Falltür, in dem es im Keller nochmal ein Stockwerk nach unten geht. Und er geht dann mit dem Vorarbeiter und einem weiteren Kollegen nachschauen, ob die Ratten dort ihr Nest haben. Die finden dann tatsächlich Ratten, die sind allerdings teilweise so groß wie Hunde und greifen auch ziemlich schnell an. Die zurückgebliebenen Kollegen wollen dann nach einer Weile nachsehen, was mit den anderen passiert ist. Und ja, mit diesem offenen Ende endet dann das Buch auch. Gut, würdet ihr wieder wie immer mit einer relativ offenen Besprechung anfangen? Denn charakterisieren, würde ich sagen, können wir ja hier auch im offenen Gespräch. Gerne, weil wie bei den anderen Kurzgeschichten, so wirklich Charaktere gibt es hier ja nicht. Genau. Gut, dann würde ich schon mal das Wort an den Stefan übergeben. Was hast du denn für eine grundsätzliche Meinung zu dem Buch? Beziehungsweise zu der Kurzgeschichte? Ich selber finde die Kurzgeschichte von denen, die wir heute besprechen, noch irgendwie am, ja nicht langweiligsten, aber nicht besonders kreativ, sagen wir es mal so. Die Geschichte spielt halt klassisch mit den Ängsten, was im Dunkeln lauert, meiner Meinung nach zumindest. Und da hat King schon Besseres geschrieben. Also mir sagt die Sache nicht so unbedingt zu. Okay. Ich würde dir da durchaus recht geben, dass es als Horrorgeschichte doch verhältnismäßig klischeebeladen und flach ist. Und auch nicht sonderlich herausragend. Was ich allerdings hier finde, und das werden wir dann bei den anderen Kurzgeschichten, die wir heute besprechen, auch mit, denke ich mal, merken, ist, dass diese drei Geschichten, die in diesem Nachtschicht jetzt auftauchen, also wirklich Spätschicht, Mauervorsprung und Critters Inc., mit ein bisschen Fantasie durchaus eine Kapitalismuskritik sind. Und dem Ganzen dann natürlich auch eine entsprechende zusätzliche Ebene geben. Ich gebe dir aber völlig recht, dass die rein Horror-Thematik dahinter wirklich ziemlich abgenudelt und alt ist. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist halt gerade Spätschicht extrem eine Kapitalismuskritik, vor allem eben eine Thematisierung von Abhängigkeit. Also zum Beispiel hier eben wirklich dieses Machtgefälle von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und natürlich auch dieses diese Entfremdung von der Arbeit, von der eigenen. Aber eben auch diese Ausnehmermentalität von Arbeitgebern. Denn wir haben ja hier den Punkt, dass es ja ursprünglich erstmal als freiwilliger Arbeitseinsatz gewertet wird und dann aber, als sich eben die Menschen anfangen schon zu weigern, weil es ihnen zu gefährlich und zu eklig wird, damit Kündigung gedroht wird, obwohl es ein freiwilliger Einsatz ist. Habt ihr dazu eine Meinung? Ja, diese Thematik haben wir ja schon in anderen Geschichten auch festgestellt. Ich denke, das kann auch hier wirklich zutreffen. Aber ich glaube auch, dass King hier tatsächlich einfach ein paar Erlebnisse verarbeitet hat, die er selbst hatte. Weil, wie wir schon erwähnt haben, er hat ja in der Spätschicht in einer Wäscherei gearbeitet. Tagsüber als Englischlehrer und abends dann in der Wäscherei. Und es muss damals wohl auch zu einer Situation gekommen sein, dass die Mitarbeiter nachts den Keller aufräumen mussten. King war nicht selbst dabei. Und seine Kollegen müssen ihm erzählt haben, sie haben dort Ratten gesehen, so groß wie Katzen und Hunde. Und das muss ihn dann doch ziemlich beeindruckt haben. Ja, also ich schließe mich an. Ich glaube, es ist einfach aus dieser... Es ist quasi eine Nacherzählung von dem, was seine Kollegen erzählt haben, bisschen ausgeschmückt, bleibt dabei aber doch ziemlich flach, was die Hintergründe auch angeht. Wo kommen die Ratten her? Warum ist jetzt dieses zweite Kellergeschoss verschlossen von innen?
Und ja, was ist da eigentlich genau passiert? Das ist ja ein bisschen schade, hätte man besser machen können. Dann wäre es natürlich keine Kurzgeschichte mehr, aber... Ja, nicht nur die Hintergründe bleiben flach, auch die Figuren sind hier wieder vollkommen nichtssagend. Hall ist eigentlich ein Bla-Charakter, auch noch relativ unsympathisch. Da habe ich überhaupt keine Verbindung zu ihm. Und gerade auch das offene Ende, würde ich sagen, hilft der Geschichte nicht unbedingt. Naja, also ich würde euch insofern recht geben, dass der eigentliche Hauptcharakter relativ nichtssagend und durchsichtig ist. Aber zumindest der Chef, den Warwick, finde ich gar nicht mal so schlecht charakterisiert. Ich meine, das ist halt ein absolutes Arschloch und ein Vollhung. Und noch dazu ein Feigling. Aber er ist durchaus doch betonter gezeichnet als Feind. Eigentlich als die Ratten. Also die Ratten sind ja quasi da, aber nicht unbedingt das eigentliche Problem, sondern der Feind und dass die Bedrohung, die empfunden wird, geht ja eigentlich vom Chef aus und nicht von den Viechern. Ja, die Ratten sind wieder die Zombies der Geschichte. Die tatsächlichen Gegenspieler sind immer die Menschen. Genau. Okay, dann, ja, wie gesagt, also ich finde halt wirklich, dass diese, liefert ja quasi seinem Chef, also seinen Chef liefert er halt aus gegen, also an die Ratten. Und das fand ich eigentlich an dem Punkt eine ganz nette Idee, dass er ihn halt mehr oder weniger so schubst, dass eben die Ratten ihn dann krallen und so weiter und so fort. Was eben wirklich auch mit ein bisschen Fantasie der emanzipatorische Akt des Arbeitnehmers ist, der eben seinen Fabrikanten oder wie auch immer quasi seinem eigenen Verfall, den er selbst produziert hat, beziehungsweise in Kauf genommen hat, dann zum Fraß vorwirft. Da hat sich King, denke ich, wirklich so ein bisschen auch den Frust von der Seele geschrieben. Wenn Flo schon sagte, das ist alles so zu Zeiten entstanden, wo es beschissen lief, kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so kleine, unterschwellige Gewaltfantasien sind, die er während seiner Arbeitszeit so vor sich hingetragen hat. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich die Entwicklung von Hell recht unglaubwürdig. Ne? Man, okay, er mokiert sich so ein bisschen und beleidigt da seinen Chef irgendwie ein bisschen und knickt dann doch wieder ein. Plötzlich ist er der sich schlau macht und mit Gesetzen droht. Und plötzlich ist er der harte Kerl, der ihn da weiter in den Keller reinzwingt. Das ist eine Entwicklung, die finde ich einfach zu krass. Ist für mich in dem Augenblick unglaubwürdig. Hätte man da jetzt natürlich mehr draus gemacht, ein bisschen mehr als eine Kurzgeschichte, hätte sich den Charakter entwickeln lassen, okay, hätten wir erklären können, aber so fand ich das Ende etwas zu überzogen. Mhm. Gut. Dann würde ich ganz kurz über die Symbolik reden, wenn ihr nichts weiter zu sagen habt, erstmal. Nicht gern. Ich glaube, du wirst die Ratten gleich ansprechen. Ja. Da möchte ich eigentlich nur auf die Ähnlichkeit zu Brief aus Jerusalem hinweisen. Genau. Genau, das sind beide ja, in beiden Geschichten herrscht eine ziemliche Rattenplage. Ich glaube, das kann man schon ein bisschen miteinander vergleichen. Mhm. Genau. Also wir haben halt hier einmal die Ratten. Warum sind Ratten in der Horrorliteratur nicht wegzudenken? Natürlich ist das irgendwo eine Urangst, dass wir vor solchen komischen Nagelgetier Angst haben, weil es ist natürlich einerseits Überträger von Krankheiten potenziell, also Pest und so weiter. Natürlich aber andererseits auch ein Schädling von Nahrungsmitteln. Das heißt, es ist evolutionär in uns so drin, dass das potenziell böse ist und nicht gut für uns. Weshalb halt das in der Horrorliteratur ein relativ gängiges Thema ist. Und ich muss halt auch sagen, also ich habe überhaupt kein Problem mit so Hausratten oder sowas. Ich bin auch keine dieser Frauen, die mit Mäusen ein Problem haben oder sowas. Aber ich muss echt sagen, wenn ich mir so überlege, unsere Bachratten zu Hause, die sind echt auch schon halb so groß wie ich, da wird ja dann schon anders. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wirklich schon echte Ratten, also in normal große Bachratten zum Beispiel, echt Menschen auch schon echte Probleme machen können, wenn die geballt auftreten. Und deswegen ist natürlich diese Überspitzung, sie sind so groß wie Hunde und was weiß ich, natürlich dann noch eine viel größere, ja, eine viel größere Dimension des Ganzen. Ansonsten, psychologisch beziehen sich die
Schatten, weil wir befinden uns ja in der kompletten Kurzgeschichte mehr oder weniger im Dunkeln, in diesem Keller. Sind Ratten halt, wie gesagt, Schattenwesen. Sie verstecken sich, sie sind unterschwellig und stehen deswegen auch für beunruhigende Wesensseiten an uns, aber natürlich auch für unsere eigenen Ängste, für nagende Zweifel und Gewissensbisse. Und da haben wir halt hier zum Beispiel auch wieder den Fall, er zweifelt ja auch daran, was tue ich hier eigentlich, warum muss ich mir diese Scheiße hier antun und so weiter und so fort. Aber eben gleichzeitig auch die Angst, wenn ich den Job jetzt verliere, habe ich gar nichts mehr und so weiter. Natürlich sind die Ratten auch dafür da, um den schlechten Zustand der Wäscherei und der Arbeitsbedingungen zu unterstreichen. Gleichzeitig aber eben auch ein bisschen ein Vergleich für den Chef. Denn der hat ja genauso dieses parasitäre Verhalten wie eben die Ratten. Er ist unkollegial, er ist verschlagen, er versucht Dinge zu vertuschen und so weiter und so weiter. Natürlich sind Ratten halt kleine unscheinbare Tiere, denen man erstmal ihre potenzielle Gefährlichkeit nicht unbedingt ansieht. Und auch hier offenbart sich eben der Chef gewissermaßen selbst als Ratte, indem er eben erstmal auf gut Freund macht und hier freiwilliger Arbeitseinsatz, ihr könnt ein bisschen mehr Geld verdienen, alles prima. Und dann droht er halt mit Entlassung und offenbart sich noch mehr als Arschloch. Und in der Traumdeutung werden Ratten mit Verrat und Misstrauen in Verbindung gebracht. Und das ist halt genau das, was ich gerade auch gesagt habe. Wo dann wieder der Vergleich mit dem Chef nahe liegt. Ansonsten möchte noch zu den Ratten direkt jemand was sagen? Was denkt ihr? Sind die Ratten übernatürlich oder handelt es sich einfach nur um verdammt große Ratten? Ich hätte auf was Übernatürliches getippt, gerade auch in Verbindung mit den Fledermäusen. Aber ja, um genaueres zu sagen, gibt die Geschichte halt nichts her. Ich würde sie einfach nur als Mutation einstufen. Also schon gewöhnliche Ratten, aber mutiert im Laufe der Jahre. Übernatürlich als solches eher nicht. Okay. Ich denke auch, dass es einfach so klassische Tierhorrorfiguren sind. Einfach Tiere, die durch irgendwas böse geworden sind und auch nichts Besonderes. Also diesmal ist kein Voodoo-Dämon dabei oder sowas. Naja, wobei, die Geschichte gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu lesen. Weil wir haben einmal, wird angesprochen, dass in diesem Keller und auf dem Weg in den Keller diese Pilze da an den Wänden wachsen. Das heißt, es würde auch durchaus sich die Interpretation anbieten, dass diese Ratten Halluzinationen sind, weil zum Beispiel diese Pilze irgendwelche toxischen Spuren da ausdünsten oder wie auch immer. Das wäre die eine Möglichkeit, die hier in der Geschichte wirklich als Spektor eingebaut ist. Aber die andere Möglichkeit, und das ist auch eine mögliche Deutung, er bringt ja hier so eine pseudo-religiöse Geschichte rein. Denn es wird ja dann am Ende diese Rattenmutter erwähnt. Dieses komische Blob-Ding, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und dieser Begriff Magna Mater ist halt ein sehr religionshistorisch besetzter Begriff. Das heißt, er wird halt auf ganz viele Muttergöttinnen in wirklich frühen Zeiten, archäologischen Zeiten und so weiter, auf alle Arten von Muttergöttinnen gedeutet. Das heißt, man könnte mit ein bisschen Fantasie auch wieder was Übernatürliches reindeuten, aber er lässt uns halt in der Geschichte beide Möglichkeiten offen. Wobei, da fällt mir noch was ein, und zwar die Falltür, die von innen geschlossen ist. Es könnte natürlich durchaus sein, dass wir hatten ja diese, was, eine Kiste oder irgendwas stand da rum mit einem Datum drauf, was halt noch vor der ganzen Sache war. Ja, genau. Dass diese Riesenratten schon mal da waren. Und man hat ja unten dieses Skelett gehabt. Genau. Dass da irgendjemand sich aufgeopfert hat und da runtermarschiert ist und halt die ganze Rattenbrut da reingelockt hat und von innen irgendwie noch verschlossen hat, um die Welt zu retten, weiß der Henker was. Genau. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Genau, also es lässt uns auf jeden Fall alle Möglichkeiten offen. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich euch fragen, habt ihr dazu irgendwelche Querverweise? Nein. Zu dieser Geschichte nein.
Nee. Es gibt nur einen kleinen, das Ganze spielt in Gates Falls. Und Gate Falls wird wohl öfters mal in diversen Nebenhandlungen erwähnt, von anderen Büchern, ist aber nie in irgendeiner Form im Hauptwerk mit drin. Gut, dann würde ich euch bitten um eure Zitate. Da muss ich passen. Okay. Ich hätte ein paar Ratten, dass ich nicht lache. Den finde ich persönlich recht amüsant, wenn man überlegt, was am Ende da unten lauert. Ja. Flo, hast du jetzt? Ich habe leider keinen. Okay, dann hätte ich nur noch: Er fühlt Wahnsinn in sich aufsteigen, Wahnsinn in düsteren Farben. Gut. Flo, gibt es denn zu dieser Geschichte eine oder mehrere Verwertungen? Ja, die gibt es. Die Geschichte im Originaltitel Graveyard Shift wurde dann verwirrenderweise unter dem Titel Nachtschicht verfilmt. Nachtschicht ist ja der Titel der Kurzgeschichtensammlung. Geschichte heißt Spätschicht, also es ist ein bisschen verwirrend. Es gibt die übliche Hörbuchfassung und ansonsten glücklicherweise nichts. Okay. Gut, dann möchte ich euch an der Stelle um eure Bewertung bitten. Jonas? Ich gebe der Geschichte 7 von 19 Punkten. Die war okay, hat mich ganz nett unterhalten, aber ja, ist halt ein bisschen flach geblieben. Okay. Stefan? 5 von 19. Ich habe die vor etlichen Jahren mal gelesen, da ist kaum was von hängen geblieben. Ich habe sie gestern noch mal gelesen. Da wird in ein paar Tagen auch nicht mehr viel von hängen bleiben. Ja. Okay. Yes. Flo? Ja, es bleibt nicht allzu viel hängen. Das stimmt schon. Die Geschichte gehört zu den frühesten, die King veröffentlicht hat. Es war die dritte insgesamt. Und ja, es bleibt bei mir auch nicht so wirklich viel hängen. Es ist eine nette kleine Horrorstory, aber da gibt es so viele, die besser sind. Ich gebe 6 Punkte. Okay. Ja gut, dann muss ich wie immer die Geschichte retten, denn ich gebe frecherweise 15 von 19 Punkten. Mir persönlich hat die Atmosphäre echt gefallen. Ich mag den Schatten, ich mag die ganze Geschichte mit irgendwelchen kruden Viechern, weil wie gesagt, ich bin das gewöhnt, dass Viecher größer sind als ich. Das Monster im Sinne von dieser großen Mutter fand ich auch ganz nett. Und natürlich hat mir eben wirklich diese Dimension mit der Kapitalismuskritik sehr gefallen. Zumal ich mir eben echt vorstellen kann, dass das ein bisschen therapeutisches Schreiben für King war, um eben seine Gewaltfantasien gegenüber seinem Vorarbeiter in irgendeiner Form im Fluss zu werden. Gut. Die Dela war wieder im Keller an den Pilzen lecken. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kurzgeschichte, wenn ihr nichts dagegen habt. Alles gut. Und würde sagen, wir reden jetzt über den Mauervorsprung. Flo, hast du dazu was zu sagen? Der Mauervorsprung erschien 1976. Im Magazin Penthouse, das kennt vielleicht der eine oder andere, unter dem Titel The Ledge. Und auch in Deutschland erschien die Geschichte erstmals in einer Zeitschrift, in der Zeitschrift Louis vom Mai 1981. Und damals unter dem Titel Wer im Penthouse sitzt, sollte nicht um Liebe spielen. Das ist ein schöner Titel. Jonas, warum ist das ein schöner Titel? Und zwar ist das ein schöner Titel, weil es spielt in einem Penthouse und um selbes herum. Und zwar in diesem Penthouse sitzen der reiche Kressner, von dem kennt man nur den Nachnamen. Und zwar sitzt er da, weil er von seiner Frau betrogen wurde mit dem Tennisprofi Stan Norris. Kressner erpresst Norris dazu, auf eine Wette einzugehen. Und zwar muss Norris das Penthouse im 43. Stock auf dem schmalen Mauervorsprung umrunden. Als Wetteinsatz bekommt er, also wenn er das schafft, bekommt er $20,000 und Kressners Frau. Und wenn er es nicht schafft, dann fällt er halt runter. Ja, trotz Wind, einer angriffslustigen Taube und Kressner, der ihn erschrecken will,
schafft er diese Umrundung. Kressner findet das nicht cool, überlässt ihm aber trotzdem das Geld und sagt, Norris könnte dann seine Frau im Leichenschauhaus abholen. Norris ist dann ziemlich angepisst, überwältigt den Bodyguard und zwingt dann Kressner mit vorgehaltener Waffe ebenfalls zur Umrundung des Penthouses auf diesem Mauervorsprung. Und ob der das schafft, bleibt dann offen. Genau. Ja, ihr merkt schon, unglaublich gehaltvolle Kurzgeschichte. Demzufolge habe ich auch massiv viele Zitate und massiv viele Notizen. Ich möchte nur zu Protokoll geben, meine Notizen zu dieser Kurzgeschichte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Zeilen. Und davon ist 2 Zeilen, dass ich mich über den deutschen Titel aufrege. Weil der deutsche Titel ist echt schon einer der traurigsten, beschissensten Übersetzungen, die wir so hatten von deutschen Kinderbüchern. Und das heißt was. Naja, da kommt doch Schlimmeres. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist schon traurig genug. Ja, versuchen wir da unser Hirn ein bisschen drumherum zu wickeln. Zuallererst haben wir halt auch hier, und deswegen würde ich sagen, passen diese drei Geschichten sehr schön zueinander. Wir haben halt auch hier wieder die Thematisierung von Abhängigkeit. Denn einerseits hatten wir ja eben schon bei Spätschicht diese Abhängigkeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch hier wieder die Abhängigkeit eben von den Mächtigen und den Unmächtigen. Das heißt, er wird halt wirklich erpresst. Es wird gesagt, man hätte Heroin in seinem Auto versteckt und würde das dann auch entsprechend der Polizei angeblich melden. Das ist der eine Punkt, aber andererseits eben auch wirklich dieses, der Mächtige mit dem vielen Geld versucht eben zu locken, indem er eben die Frau und 20.000 Euro bietet und so weiter, oder Dollar bietet. Also hier auch wieder diese Abhängigkeitsgeschichte. Gut, Stefan, hast du eine Meinung zur Kurzgeschichte? Ich finde die tatsächlich gar nicht schlecht. Wir haben ja diesen von sich selbst gnadenlos überzeugten Kressner, absolut besitzergreifend, zeigt seine Macht, wo er kann. Und dann Stan Norris, der sich in seine Frau verliebt hat, ihn ausgespannt hat. Und ja, dann halt diesen besagten Gang um den Vorsprung machen muss. Er schafft das auch. Und ich denke mal, was ihn dazu treibt, ist halt einfach, klar, einmal der Wille zu überleben, zum anderen aber auch die Liebe. Und das, denke ich, ist halt ein großes Thema von der Geschichte, dass Liebe halt einen zu allem befähigen kann. Und er schafft es ja auch tatsächlich. Wird dann aber betrogen von Kressner, was abzusehen war. Und zwar indem halt, dass die Frau erschossen wurde. Und dann steht da Stan Norris und hat gar nichts mehr. Mhm. Geld bringt nichts, die Liebe ist tot. Was nun? Rache. Dem Menschen, der ihn das eingebrockt hat, irgendwie aus dem Leben kicken. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Die Geschichte ist natürlich von der Thematik ein bisschen überspitzt, obwohl, wer weiß, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwer sowas schon gebracht hat. Aber ich finde es tatsächlich gut. Da würde ich an der Stelle gleich mal in meinem obligatorischen Zynismus dir entgegenstehen. Seid ihr euch generell sicher, dass er es gemacht hätte, wenn jetzt nicht diese Drohung im Raum gestanden hätte, von wegen, ich habe das Heroin versteckt und bla und blub und tu? Ging es dabei wirklich um die Liebe oder ging es dabei eben nur um einerseits das Leben zu behalten, das Geld zu behalten und scheiß auf die Alter? Ich denke, es ging um Leben und Geld behalten, weil er ging ja davon aus, dass die Frau in Sicherheit ist. Ja. Weil wenn es nicht um Geld und Leben gegangen wäre oder Gefängnis, dann ja, und hätte er ja einfach zur Frau gehen können. Was bringt ihm auch die Frau, wenn er im Knast sitzt oder tot ist? Das ist... Okay. Ich würde sagen, es hängt alles drei zusammen. Mhm. Ja, da ist alles verflochten, ist klar. Okay, und der nächste Punkt ist dann halt, ich glaube, es ging nicht mal unbedingt nur darum, den
Betrüger dann aus der Welt zu räumen. Das hätte er ja auch einfacher haben können, indem er ihn einfach erschießt, sondern eben wirklich dieses Machtverhältnis umzukehren. Also, dass er ihm quasi dasselbe antut, was er ihm gerade angetan hat. Sonst hätte er ihn halt einfach erschießen können. So jagt er ihn ja selber über diesen Mauervorsprung. Ja, genau. Was hier richtig ist, wir haben halt hier fast dieselbe Thematik mit ein bisschen Fantasie wie diese Kurzgeschichte Schlachtfeld. Auch da klettert er ja aus dem Fenster und versucht dann hintenrum sich wieder zu retten. In der einen Geschichte klappt es, in der anderen geht es eher schief. Glaubt ihr denn wirklich, dass die Frau tot ist, oder ist es ein Bluff? Ich glaube, die ist tot. Das denke ich auch. Ich denke auch, allerdings, ich habe diesen Twist mit dem Todsein nicht vorausgesehen. Ich dachte eigentlich, die Frau lebt und erwartet ihn dann, wenn er zurückkommt, dass quasi das Ehepaar sich quasi den Spaß genau und Spaß erlauben, das regelmäßig mit Leuten macht. Ich finde das aber auch gut, dass es nicht so ist, weil ich hätte das auch erwartet, dass dieser Twist am Ende tatsächlich überraschend kommt. Und ich würde schon sagen, also die Geschichte baut eigentlich Spannung auf. Gerade in den Szenen, wo er da wirklich um das Hochhaus rum muss. Und das eigentlich ist hier aber groß geschrieben, denn wir haben hier wieder eine Geschichte mit einem Ich-Erzähler. Das heißt, eigentlich weiß man, dieser Figur kann nichts passiert sein, die erzählt ja noch die Geschichte. Und das bringt mich dann doch ein bisschen wieder raus. Gut, okay. Habt ihr sonst noch irgendwelche Anmerkungen erstmal zu der Geschichte selbst? Nein. Gut. Also ich finde die Beschreibungen auch von seiner Umrundung ziemlich gut. Ich denke mal, wenn jemand Höhenangst hat, könnte das tatsächlich wirken. Oder Angst vor Tauben? Tauben sind gemein. Stadttauben sind gemein. Naja, Landtauben auch. Lassen wir. ich habe bei meinen Nachforschungen entdeckt, dass es Leute gibt, die das hier als eine Bachmann-Geschichte ansehen. Es gibt wieder keine übernatürlichen Elemente und es sind ja ziemlich bösartige Figuren. Selbst unser Held ist ja auch jetzt nicht unbedingt der Freundlichste. Wie seht ihr das denn? Naja, es ist auf jeden Fall wieder dieses typische Bachmann-Ding drin, dass eine übergeordnete Autorität ihre Macht missbraucht. Das ist ja bei Bachmann sehr gerne so. Ja, mit ein bisschen Fantasie kann ich das durchgehen lassen. Da ich von Bachmann bisher nur Amok kenne, kann ich mich dazu nicht äußern. Aber andererseits würde ich sagen, ist es für eine Bachmann-Geschichte zu unblutig. Normalerweise sind die Bachmann-Geschichten ja deutlich detaillierter. Das Problem habe ich auch mit unserer nächsten Geschichte. Da stellt sich nämlich dieselbe Frage und irgendwie ist mir das auch nicht bösartig genug. Gut, Stefan, hast du Bachmann schon einen Vergleich gelesen oder kannst du da nicht mehr? Ich glaube, von Bachmann habe ich ein Buch gelesen, das war's dann. Von daher möchte ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Okay. Oder über den Mauervorsprung. Gut, also Symbolik kann ich euch hierzu halt nicht viel erzählen. Wir haben halt hier, wie gesagt, auch wieder diese Machtmissbrauch-Thematik. Der das Geld hat und die Macht, der kann halt machen, was er will. Der kann ungestraft Leute umbringen, der kann ungestraft Leute quälen, bis dann halt der Richtige kommt und diese Machtverhältnisse umdreht. Ansonsten habe ich hier zur Symbolik nichts weiter. Es gibt bestimmt irgendwas Lustiges zu Tauben, aber ich habe es nicht gefunden. Wenn euch da was einfällt, bin ich gerne bereit, mich belehren zu lassen. Ja, das ist halt wirklich alles, was ich dazu symbolisch sagen kann. Ja, mir fallen bei Tauben auch nur ein paar Geschichten ein. Es gibt zum Beispiel von Robert E. Howard Tauben aus der Hölle. Also das ist auch schon ein, ja, vielleicht nicht ganz so klassisch wie Ratten, aber doch schon Tiere, die in Horrorgeschichten auftauchen können. Und ansonsten, ja, wüsste ich jetzt auch hier jetzt nichts Symbolisches. Naja, das Einzige, was halt noch wäre, wäre dieses klassische Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ja hier wirklich wörtlich zu nehmen. Aber ansonsten, denke ich, kann man dazu auch nicht viel sagen. Habt ihr denn einen Querverweis oder irgendwas?
Nein, nicht wirklich, nein. Okay. Und wie sieht's mit Zitaten aus? Ich hätte eins. Mhm. Kressner sagte, dass er noch nie beim Wetten betrogen hatte. Ich will das von mir nicht behaupten. Mhm. Das sagt für mich aus, dass er, selbst wenn Kressner ums Haus rumschafft, dass er den definitiv abschießen wird. Genau. Also eine Sache endgültig beenden, die Rache durchziehen. Ich finde, es ist auch ein gutes Ende für die Geschichte. Ja. Ist ja auch der letzte Satz. Genau, da gebe ich dir doch was recht. Jonas, Flo, habt ihr was? Nee. Nein. Dann hätte ich noch. Er ist wie eine Katze, hatte sie gesagt. Ein gemeiner alter Kater. Und er wird versuchen, dich zur Maus zu machen. Und den fand ich sehr schön, weil das eine wunderbare Charakterzeichnung ist, wie ich finde. Dazu ist dann wirklich alles gesagt, was du über diesen Menschen wissen musst. Gut, haben wir denn zu dieser Kurzgeschichte Verwertungen? Ja, die gibt es. Das obligatorische Hörbuch natürlich. Und 1975 erschien der Episodenfilm Katzenauge. Und dieser Film besteht aus drei Geschichten. Eine davon ist der Mauervorsprung. Die nächste besprechen wir gleich. Und es gibt eine Geschichte, die original für diesen Film geschrieben wurde von King. Gut. Dann würde ich vorschlagen, beenden wir dieses Elend an der Stelle, aber ich bitte euch um eure Bewertungen vorher. Ja, dann fange ich mal an. ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Der Spannungsaufbau war da. Ich habe irgendwie gar nicht oder realisiert, dass der Protagonist ja überleben muss, weil es eine Ich-Erzähler-Geschichte ist. Mhm. Und ja, ich gebe dem Ganzen 15 von 19 Punkten. Okay. Stefan? Dem kann ich mich so anschließen, würde auch 15 geben. Mhm. Flo? Ich finde die Geschichte tatsächlich nicht schlecht. Das mit dem Ich-Erzähler, das kann man eigentlich verdrängen. Es baut Spannung auf, aber so ganz so euphorisch kann ich da doch nicht sein. Also es ist zweistellig, aber es bleibt bei 10 Punkten. Gut, dann hau ich auch heute wieder euch in die Knochen. Ich gebe nur 8 Punkte von 19, denn ich finde halt hier auch wieder das Ganze relativ plump, relativ deutlich. Ich mag halt eher diese subtilen Geschichten. Ja, es ist mir einfach zu plump und zu nichtssagend. 8 von 19 Punkten, denke ich, müssen da reichen. Gut, dann kommen wir zur dritten Geschichte für heute, nämlich Critters Inc. Auch da bitte ich dich, Flo, um deine Einordnung. Critters Inc. entstand 1978, und zwar für dieses Buch. Das heißt, die Geschichte ist vorher unveröffentlicht gewesen. Der Deutschtitel und der Englischtitel sind identisch. Ja, worum geht's denn? Und zwar geht es um Richard Morrison, der trifft am Flughafen auf seinen ehemaligen Kollegen McCann. Die unterhalten sich so ein bisschen, wie es geht, wie es ihnen geht, was wir ihm machen. Und McCann erwähnt auch, dass er aufgehört hat zu rauchen und gibt Morrison eine Visitenkarte einer Non-Fumo-Gesellschaft. Ja, Morrison vergisst die Karte erstmal und dann, ja, einen Monat später findet er die zufällig in seinem Portemonnaie und beschließt es mal auf einen Versuch ankommen zu lassen. Wie sich dann rausstellt, verwendet die Gesellschaft Mafia-Methoden, um ihre Kunden davon zu überzeugen, nicht mehr zu rauchen. Dazu gehören dann unter anderem auch das Foltern oder Verstümmeln von Familienangehörigen bei einem Rückfall. Ja, er schafft dann auch aufzuhören zu rauchen. Und circa 2 Jahre später trifft er dann McCann und seine Frau wieder und stellt dann beim Händeschütteln fest, dass dieser Frau ein kleiner Finger der rechten Hand fehlt. Genau. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wie ist die Geschichte aufgebaut. Wir haben also hier einen Strafkatalog für das Rauchen selbst. Das heißt, es gibt dann entsprechend Stromstöße für die Frau bzw. Brüche für den Sohn. Je nach Intensität des Rückfalls, also wenn er nur einmal rückfällig wird, dann wird das Ganze nur relativ harmlos, in Anführungsstrichen. Wenn er öfter zurückfällt, dann erhöht sich natürlich das Maß der Strafe. Wenn er komplett als unheilbar gilt,
nachdem alle normalen Strafen ausgeschöpft sind, dann wird ein Todesurteil ausgesprochen. Und diese Strafe mit dem kleinen Finger bezieht sich dann darauf, weil es ja bei vielen Menschen so ist, wenn sie das Rauchen aufhören, dass sie extrem an Gewicht zulegen. Und es gibt dann eben nach einer gewissen Zeit eine Gewichtsmessung. Und wenn die Menschen dann zu viel da zugenommen haben, dann wird eben entsprechend der kleine Finger oder Finger amputiert oder teilweise amputiert. Das nur als Erklärung des Bestrafungssystems vielleicht nochmal. Gut, haben wir denn eine Meinung zu dieser Kurzgeschichte? Das ist ein Musterbeispiel der Aversionstherapie, oder? Nein, ich mag die Geschichte wirklich. Ich finde sogar, es ist eine der besten in der Sammlung. Sie hat einen coolen Bösewicht. Der ist so richtig ruhig, fröhlich, ganz sympathisch und absolut bösartig. Und die ganze Geschichte ist, ist richtig schön fies. Es macht Spaß. Ich finde die Idee ziemlich gut. Ich finde es aber auch interessant, dass hier Zigaretten so verteufelt werden. King hatte 78, er schreibt das in seinem Vorwort zur Nachtschicht, hat angefangen, gesünder zu leben. Er ist auf Filterzigaretten umgestiegen. Also er hat selbst sehr stark geraucht damals. Nein, also ich mag die Geschichte. Mich stört natürlich die Hauptfigur Richard Morrison, Spitzname Dick. Der Spitzname passt zu ihm, er ist ein Arsch. Das ist wirklich eine unsympathische Figur. Und deswegen sieht man ja auch gerne leiden. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, warum die Geschichte mir Spaß macht. Naja, genau genommen leidet ja nicht mal unbedingt er, sondern es wird halt seine Familie dazu gebracht zu leiden. Potenziell. Ja, aber seine Familie leidet auch unter ihm. Also, genau. Ja. Ich finde aber, er ist tatsächlich eine der am besten ausgearbeiteten Figuren, denen wir bis jetzt in einer Kurzgeschichte begegnet sind. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Stefan? Ich finde die Geschichte recht langweilig. Ich denke, King hat hier ein bisschen weiter gesponnen, und zwar bei seiner eigenen Raucherei. Wahrscheinlich wollte er tausendmal aufhören und fand das unheimlich schwierig, hat weiter gesponnen. Was muss man alles machen, damit man aufhört zu rauchen? Wie könnte man einen dazu zwingen? Und das finde ich da so ein bisschen unkreativ. Das ist überzogen. Hm. Na gut, wir können... Entschuldigung. Nee, ist... passt schon. Ich wollte eigentlich mal rumfragen, wer von euch raucht denn? Also ich rauche. Ich rauche auch. Ja. Gut, nein. Nur du nicht, ne? Genau. Nein. So, jetzt ist die Frage, wer von euch hat schon mal versucht aufzuhören? Ja. Ja. Gut, wir brauchen nicht darüber unterhalten, wie wahrscheinlich und wie funktioniert, wie gut das funktioniert hat. Ich bin jetzt da ein bisschen ein Sonderfall, weil ich sowieso nur Gelegenheitsraucher bin. Das heißt, wenn ich welche habe, rauche ich, und wenn ich keine habe, tut es mir auch nicht weh. Aber ich kann mir vorstellen, wer richtiger Raucher ist, der hat da echt Probleme. Eben körperlicherseits, andererseits eben auch vor allem diese psychische Geschichte. Ich meine, der Punkt ist halt immer, solange du noch eine Zigarette in der Hand hast, haust du halt keinem aufs Maul. Den Effekt kenne ich von mir durchaus auch. Und ich kann mir vorstellen, dass um eine effektive Therapie da zu machen, ich mir vorstellen kann, dass so sozialer Druck und diese emotionale Erpressung durchaus der beste Weg ist. Vielleicht der beste, aber nicht zwingend wirkungsvoll. Ach, ja, also ich finde es eigentlich ganz nett. Es wird ja auch immer wieder gesagt, es sind reine Praktiker, diese Gesellschafter. Ja, im Prinzip, die Idee ist gut, ist halt klar absolut unrealistisch, dass das wirklich geben würde, in der Form, aber ja, ich finde es insgesamt sehr charmant mit diesem Mafia-Charme, mit dem verstorbenen Firmenkunde, der wohl auch irgendwie in mafiösen Strukturen gelebt hat. Doch, gefällt mir. Okay. Also realistisch ist die Geschichte natürlich nicht, das gebe ich zu. Es ist so eine Entzugsgeschichte, die sich ein bisschen mit der Saw gepaart hat. Aber naja. Aber ich würde das gar nicht mal als so unrealistisch einstufen, um ehrlich zu sein.
Ich meine, wir kennen jetzt, ich weiß nicht, Flo, du hattest vorhin schon das Stichwort Aversionstherapie fallen lassen. Sagen wir mal so, zu frühen Zeiten, so 90er, 1950er und so weiter und so fort, da wurde ja durchaus unangenehmes oder ungewolltes Verhalten, zum Beispiel mit Elektroschocks, zwar direkt am Patienten bearbeitet, aber so weit weg von der Realität ist das eigentlich gar nicht. Ja, am Patienten, aber nicht an seiner Frau oder seinem Sohn. Ich sehe da schon ein bisschen Unterschied. Ich denke auch und vor allem ohne Einwilligung und ohne noch ja, nicht mal pseudoärztliche Diagnosen. Okay. Na ja, gut, da habt ihr recht, das ist durchaus richtig. Aber wie gesagt, also der Grundgedanke von der Aversionstherapie, der ist so weit von der Realität nicht weg. Den haben wir. Bloß, wie gesagt, der entscheidende Punkt ist halt, dass es normalerweise am direkten Patienten gemacht wird und nicht an den Angehörigen. Das Stichwort, zu dem ihr euch vielleicht euch belesen wollt, wäre hier das Experiment Little Albert. Das ist 1920 gelaufen. Läuft natürlich unter heutigen Maßstaben völlig als unethisches Experiment psychologischer Art. Ich weiß nicht, Flo, du hattest das schon angesprochen. Willst du dazu was sagen oder soll ich es kurz erzählen? Ich glaube, dazu gibt es irgendeinen Podcast, den ich raussuchen würde, aber erzähl du ruhig. Wenn du den Podcast findest, dann hängen wir den Link noch ran. Grundsätzlich ist es halt so, dass diese Little Albert-Geschichte, also es war ein kleiner Junge und es sollte damit bewiesen werden, dass diese Aversionstherapie auch bei positiven Dingen wirkt. Das heißt, dem Kind wurde dann beigebracht, sich vor einer Ratte zu fürchten, vor der er vorher keine Angst hatte. Die hat er ganz normal gestreichelt, fand die nicht eklig oder komisch. Und immer wenn er die Ratte berührt hat, wurde halt ein lautes Geräusch, ein Knall oder irgendwas oder ein Bimmeln oder eine Sirene eingespielt. Und er hat sich halt immer vor diesem Geräusch erschreckt, weil es eben wirklich noch ein kleiner Junge war. Und das wurde so lange gemacht, bis er wirklich, sobald er die Ratte nur gesehen hat, vor der Ratte schon Angst hatte. Und das ging dann eben so weit, dass es nicht nur die Ratte war, sondern dass er zum Beispiel vor allen pelzigen kleinen Nagetieren Angst hatte, auch vor Kaninchen und so weiter. Also dieses Experiment ist wirklich gelaufen, wie gesagt, 1920. Das wird auch heute noch im Psychologiestudium zumindest angesprochen als Beispiel für unethische Forschung. Aber ob King halt wirklich auf den Fall hinaus wollte oder ob er den kannte überhaupt, ist halt nicht bekannt. Aber das entspricht halt wirklich dem System, nach dem hier vorgegangen wird. Ja. Gut. Haben wir irgendwas an der Symbolik in dem Fall? Eigentlich nicht. Also wie gesagt, das Einzige, was hier als Symbolik gelten könnte, wäre eben wirklich diese, ja, diese Little Albert-Geschichte. Dafür ist es halt eine Analogie. Ja, ich sehe auch noch die Kritik an der Geschäftswelt, die du ja schon bei den anderen Geschichten angesprochen hast. Das sehe ich auch hier. Wir haben das Jahr jetzt 78. Das ist noch ein bisschen früh für Yuppies, aber das ging schon damals so ein bisschen los. Ja, und diese Geschäftsmänner wie Richard und sein Freund würde ich schon als Yuppies bezeichnen. Genau. Aber auch hier halt natürlich die Abhängigkeitsthematik. Er ist halt auf Gedeih und Verderb der Gnade angewiesen, der Firma eben, der er sich da verschrieben hat. Natürlich ist er andererseits auch selbst abhängig eben von den Zigaretten. Das heißt, er löst eine Abhängigkeit durch eine andere ab. Genau. Gut. Okay, habt ihr noch irgendwelche Meinungen dazu, so generell? Ich habe alles gesagt. Ich auch. Okay. Habt ihr denn dafür ein Zitat? Habe ich keins. Ich hätte wieder eins. Ja, dann erzähl. An der rechten Hand fehlte der kleine Finger. Für mich der Beleg, du kannst einen Raucher nicht zwingen, aufzuhören. Das macht er von alleine, durch eigene Willensstärke, aber zwingen durch Bestrafung, durch sonst irgendwas mit irgendwelchen Konsequenzen drohen, wird nicht funktionieren. Aber die Strafe mit dem kleinen Finger war wirklich für die Gewichtszunahme. Das heißt, er hat das Rauchen durchgehalten, hat aber zu viel gefressen dabei. Ja, aber im Endeffekt ist es ja eine Konsequenz davon. Genau. Also von daher ist es das Gleiche in Grün. Ja, aber er lebt noch. Und sein Frau auch. Wie tröstlich. Ja, das heißt, noch hält er durch. Bis zur nächsten Gewichtszunahme oder zur Zigarette.
Und was wir hier vielleicht noch ansprechen müssen, ist auch dieser Gedanke der ja induzierten Paranoia, denn er fühlt sich ja ständig überwacht. Ihm wird halt auch ja gedroht damit, dass er sich ständig überwacht fühlt. Und das ist vielleicht auch so eine Geschichte, die gerade zu der damaligen Zeit auch schon so ein Thema war, das mitgeschwungen ist, dass man sich immer von Autoritäten beobachtet fühlt, denen man ausgeliefert ist. Ja, das war ja nach Watergate, wenn ich mich nicht irre. Genau. Okay, ich habe tatsächlich diesmal auch ein Zitat. Ja? Als solche müssen wir zuerst zur Kenntnis nehmen, wie schwierig es ist, jemanden vor seiner Nikotinsucht zu heilen. Die Rückfallquote beträgt beinahe 85%. Selbst bei Heroinabhängigen liegt sie niedriger. Ich habe das jetzt nicht geprüft, wie das stimmt, aber wenn ich mir euch drei angucke. Also ich meine, dass die Erfolgsquote bei 2% liegt. Okay. Gut, dann würde ich noch meine zwei Zitate bringen. Ich fand übrigens, in dieser Kurzgeschichte waren sehr viele schöne Zitate. Ich habe jetzt nur zwei rausgenommen. Mögen Romantiker über die Existenz der Liebe debattieren, Pragmatiker wissen, dass es sie gibt und nutzen sie für ihre Zwecke. Und das zweite Zitat, was ich habe. Wenn ein Idealist versucht, Gutes zu tun und dann scheitert, bekommt er einen oben. Wenn ein Pragmatiker Erfolg dabei hat, wünscht man ihn zum Teufel. Ich finde gerade dein erstes Zitat sehr toll. Okay, Querverweise habe ich zumindest zu dieser Geschichte keine gefunden. Ich auch nicht. Außerdem Querverweis wieder mit der Verfilmung. Ich finde, es passt wirklich gut zum Mauervorsprung, diese Geschichte. Wir sind ja auch beide zusammen in Katzenauge verfilmt worden. Genau. Und wir wissen ja auch nicht, wovon der Mensch in Mauervorsprung sein Geld verdient. Kann ja durchaus dasselbe sein. Alles möglich. Okay, ansonsten gibt es keine Verwertungen dazu, außer Hörbuch? Es gibt das Hörbuch und es gibt eine inoffizielle Adaption aus Indien. Ein Film aus dem Jahr 2007, No Smoking. Ich habe ihn noch nicht gesehen, er soll sehr lose auf dieser Geschichte basieren. Gut, dann würde ich sagen, kann ich euch nur noch um eure Bewertungen zu dieser Geschichte bitten. Und wie gesagt, ich mag die Geschichte. Ich finde sie lustig, sie ist böse, sie hat einen coolen Gegenspieler. Ich gebe 12 Punkte. Mhm. Jonas? Ja, ich finde sie auch schön. Ich mag diesen Mafia-Charme mit den netten italienischen Namen und allem. Ich gebe 16 Punkte. Okay, Stefan? Ich gebe 7 Punkte. Also sie ist besser als die Spätschicht. Okay, dann würde ich 12 Punkte geben an dieser Stelle. Denn auch ich finde das Konzept echt hübsch. Die Zitate sind toll. Wie gesagt, da gibt es noch viel mehr als die beiden, die ich genannt habe. Außerdem, was ich auch sehr schön fand, war dieser vielschichtige, also für eine Kurzgeschichte vielschichtige, innere Konflikt, den eben unser Patient da hat. Seine Beziehung zu seinem Sohn, der ja eine Behinderung hat, seine Beziehung zur Frau, der er auch gerne mal seine Schuld gibt an seinem Rauchen und so weiter und so fort. Also dieser innere Konflikt zwischen, ich habe sie ja eigentlich lieb und will nicht, dass denen was passiert, aber andererseits dieser Reflex zum Schuldverschieben, den finde ich ganz nett. Gut, dann sind wir an dieser Stelle mit den drei Kurzgeschichten durch. Kommen wir zu den nächsten drei. Genau, und ich würde sagen, wir hängen euch an dieser Stelle, wenn ihr das möchtet, dann bleibt ihr einfach dran, ein kurzes Bonusmaterial dran, denn wir haben ja gerade den Stefan an der Leitung und der hatte ja eigentlich mit uns eine Verabredung zu Rasenmähermann und Mangler und ich habe die dritte Geschichte vergessen. Ich bin das Tor. Ja, genau, ich bin das Tor. Das war also die Folge 6, die ihr dann auch im Link findet. Jedenfalls, wir hatten diese Sendung erstmal alleine aufgenommen und deswegen wollten wir nochmal kurz nachreichen und ein kurzes Gespräch mit dem Stefan zu diesen drei Kurzgeschichten führen. Deswegen, Stefan, fangen wir an mit dem Rasenmäher an. Hast du denn dazu eine spezifische Meinung? Ich bin beim Rasenmähermann so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen ist das Ganze nicht unbedingt
kreativ, auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie genial. Da haben wir den Harold hieß er, genau, der immer seinen Rasen wunderbar gepflegt hat und dann ist da, glaube ich, irgendwann in sein Rasenmäher, ich glaube, eine Katze oder so rein, irgendwie war das doch so, oder? Mhm. Ja. Woraufhin er dann, weil seine Frau und ein Kind darunter gelitten hat, aufgehört, den Rasen abzumähen, den Rasenmäher auch verkauft hat. Das ist jetzt erstmal nichts Spektakuläres. Irgendwann hat er dann halt eine Firma beauftragt, im nächsten Jahr den Rasen zu mähen. Und so weit, so gut. Aber dann passieren da halt abgefahrene Dinge. Dass halt der Mann, der da hinkommt, den Rasenmäher gar nicht selber bedient, dass er so vorhin herfährt und dass den Rasen dann hinten rauskommt, auffrisst. Ich glaube, der Harold schlief, glaube ich, zuerst und ist aufgewacht und hat es gesehen. Und das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Albträume hattet, bei denen ihr glaubt, dass ihr, also dass ihr dachtet, ihr seid wach und das passiert wirklich. Und so muss er sich gefühlt haben. Und da kann ich mich dann sehr, sehr gut reinfühlen. Also bei mir kommen dann Erinnerungen an eigene Träume auf, die waren zwar nicht in Richtung Rasenmähen, andere Sachen, das spielt keine Rolle. Aber das fand ich dann in dem Augenblick ziemlich genial, dass aus so einer simplen Geschichte mit Ängsten von Albträumen gespielt wird. Mhm. Auf diese extrem brutale Art und Weise. Okay. Und ja, das ist... Und am Ende ist es aber gar kein Albtraum, was es noch schlimmer macht. Das heißt, wenn man diese realistischen Albträume selber hat, schürt das dann die Angst, dass ein Albtraum mal keiner ist. Mhm. Und das finde ich richtig genial. Okay. Ja, das ist durchaus eine Ebene, die hatten wir in unserer Folge gar nicht angesprochen. Das ist gar nicht verkehrt, was du sagst. Da würde ich dir durchaus zustimmen. Das gibt dem Ganzen durchaus eine vernünftige Ebene, die es vorher noch nicht hatte. Wie würdest du denn den Rasenmähermantel werden? Dem würde ich tatsächlich 17 von 19 geben. Okay. Zumindest auf der Ebene, wie ich es betrachte. Okay. Man kann natürlich das mit den Träumen auch weglassen, dann ist es halt, wie ich am Anfang sagte, zwiegespalten, nur eine durchschnittliche Geschichte. Aber auf der Ebene mit diesen realistischen Albträumen, die man selber haben kann, würde ich den schon eine 17 geben. Wunderbar. Gut, hast du denn diese geniale Verfilmung gesehen? Die habe ich gesehen. Damals, als sie rauskam, brutalst geschnitten. Ich habe die hier zu Hause ungeschnitten. Was soll ich sagen? Es kommt ein Rasenmäher drin vor, ne? Ja, das reicht an Ähnlichkeiten. Wenn man jetzt den Film für sich betrachtet, ich meine, King hat sich ja nicht umsonst aus dem Titel rausstreichen lassen. Wenn man den Film für sich betrachtet, ist der gar nicht schlecht. Aber auch nur, wenn man ihn für sich betrachtet. Er hat natürlich mit dem Ursprung nichts mehr zu tun, aber er hat sehr, sehr früh erkannt, was für ein Potenzial hinter Computern steckt, hinter Gentherapie, hinter virtueller Realität, die damals ja eigentlich nur ein Märchen war. Der Film Losgelöst ist kein Meisterwerk, aber gut, aber im Zusammenhang mit dem Buch natürlich abgrundtief schlecht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zur nächsten Kurzgeschichte. Ich habe noch ein Zitat. Oh ja, verzeihung, natürlich. Als Harold die vordere Verandatür aufstieß und die Stufen hinuntersprang, hörte er ihn, er roch ihn, er fühlte ihn, genau an seinen Fersen. Mhm. Und wunderbar. Das ist auch wieder in Träumen, wenn einem was verfolgt, man spürt es regelrecht hinter sich. Man traut gar nicht irgendwie hinter sich zu gucken, man weiß, muss es da und gleich hat es mich. Mhm. Und finde ich, passt perfekt da rein. Ja, das ist wirklich ein interessanter Ansatz. So habe ich die Geschichte echt nicht betrachtet. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Ich bin das Tor. Und auch da bitte ich dich um deine Meinung. Ich bin das Tor, ja. Da reist ja der gute, wie hieß er? Ich weiß gar nicht. Wie hieß denn der Protagonist? Sein Kollege, der mit dem in der Rakete war, hieß Arthur. Ja, wir wissen, wen du meinst, aber ich weiß den Namen jetzt auch nicht. Ich glaube, er hat gar keinen. Auf jeden Fall, die reisen ja zum Jupiter.
so das letzte große finanzierte Weltraumprojekt. Und wenn die da nichts finden, dann wird das alles eingestampft. Und ich glaube, das spielt eigentlich noch nicht mal eine große Rolle. Mhm. Das ist nur ein Gewand, in den eine andere Geschichte reingepackt wurde. Er bekommt ja, nachdem er zurück ist, nachdem die Reise als solches zwar ganz gut verlaufen ist, außer dass er Angst vor Jupiter hatte, der halt wie das auf jeden Fall den Jupiter sehr, sehr negativ wahrgenommen. Ganz kurze Unterbrechung, ich glaube, es war die Venus. Venus. Stimmt, Venus, Entschuldigung. Ja. Auf jeden Fall lief ja alles ganz toll und zurück und dann gab es halt diesen Absturz mit der Landekapsel, wodurch er ja im Rollstuhl gelandet ist. Sein Kollege ist gestorben und eine gewisse Zeit später wuchsen ihm ja Augen aus den Handflächen und aus den Fingern. Und damit konnte er auch sehen, aber alles halt eher so in Monsterform. Und ich denke, es geht gar nicht darum, dass es vielleicht eine außerirdische Entität ist, die ihn da übernehmen will oder irgendwelche Geister. Ich glaube, es ist eher eine Metapher dafür, was für ja, Boshaftigkeiten in einem selber drinstecken. Dass man die Welt auch anders sehen kann. Dass man vielleicht eigentlich ein guter Mensch ist, aber man hat eine Seite in sich, wo man sagt, ich will alles brennen sehen, alles ist scheiße, ich hasse die Welt, ich nehme die anderen Menschen nur als Bedrohung oder als Monster wahr. Ja, dass er halt mit dieser Tatsache, dass er die Welt plötzlich ganz anders sieht, aufgrund seiner Erfahrung im All oder was auch immer, dass er damit nicht klarkommt. Er versucht dagegen anzukämpfen, schafft es aber nicht, bringt ja noch in dem Fall durch Kontrolle von Gewittern seinen Freund Richard um. Das könnte auch eine Metapher für eine andere Art von Mord sein oder vielleicht in seiner Gedankenwelt war es so. Er kämpft weiter dagegen an, verbrennt ja auch seine Hände, damit die Augen weg sind. Ist eine Zeit lang glücklich und dann wachsen ja neue Augen auf der Brust. Mhm. Und ich denke, das kann man halt so sehen, dass er vorübergehend gegen ja, seine grauenhafte Wahrnehmung der Welt gut ankämpfen konnte, dass es langsam wiederkommt, aber er damit nicht weiter leben möchte, dass er nicht so schlecht sein will, wie er sein kann. Mhm. Ich denke, darum geht es im Buch. Okay. Was ich an der Stelle, das habe ich in der letzten Folge nicht erwähnt, dieses Ich bin das Tor hat auch ein bisschen Anleihen an Lovecraft. Denn im Cthulhu-Mythos hat man das durchaus auch. Es gibt zum Beispiel eine Kurzgeschichte, wo es darum geht, dass ein Meteor landet, der dann eben eine ganze Familie mit lustigen Dingen infiziert, die dann eben auch eine ganz andere Wahrnehmung haben und so weiter und so fort. Also das könnte durchaus auch, ja, es hat zumindest Anleihen davon. Das wollte ich an der Stelle noch mal kurz erwähnt haben. Ja, ich glaube, Lovecraft hätte sowas in der Art auch schreiben können. Genau. Ja, okay. Ja, über die Symbolik haben wir ja, wie gesagt, in der Folge schon geredet. Wenn ihr das genauer hören wollt, dann empfehle ich euch die Folge 6. Und ich werde sie euch dann entsprechend verlinken. Dann hast du ein Zitat dazu, zu dieser ja, Geschichte. Hm? Ja, ich glaube nicht, dass es mir Schwierigkeiten bereiten wird, den Lauf meiner Schrotflinte in den Mund zu nehmen und abzudrücken. Was für mich nochmal unterstreicht, dass er nicht mit seiner ja, vernichtenden Gedankenwelt leben will. Dass er, bevor er wieder ja, ausrastet, sich lieber das Leben nimmt. Mhm. Dass er mit der Schuld, die er selbst auf sich genommen hat, durch ja, Zweifachmord, dass er das nicht nochmal machen will. Mhm. Ich glaube, es ist ein sehr gestörter Mann und keine Aliens. Okay. Gut, dann brauche ich nur noch deine Bewertung zu dieser Geschichte. 15 von 19. Okay. Das ist gewagt.
Du hast ja, was gegeben. Spricht mich halt an. Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem gewagt. Ja, das darf ja ruhig so sein. Nee, ich stimme dir da, wie gesagt, vollkommen zu. Ich glaube, ich habe 14 gegeben. Okay, gut. Okay, habt ihr anderen noch eine Meinung, die ihr noch runterbringen müsst? Nee. Okay. Ich habe genug Schluss geredet, ich weiß. Nee, alles gut. Alles ich finde deinen Ansatz eigentlich gar nicht falsch. Ich denke sogar ziemlich ähnlich. Wir haben ja diskutiert auch darüber, was jetzt wirklich dahinter steckt, ob das alles in seinem Kopf vorkommt oder ob da was Reales dran ist. Ich sehe das da ziemlich ähnlich wie du. Okay. Die Blitze, habe ich ja gesagt, könnte zum Beispiel Mündungsfeuer gewesen sein oder sowas, die er zum Töten verwendet. Ja, durchaus, natürlich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, reden wir zum Abschluss noch über der Mangler. Und auch da möchte ich dich bitten, dich kurz darüber auszulassen. Der Mangler. Es geht ja um diesen Wäschemangler von dieser Wäscherei, der eine Frau da hineingezogen hat, obwohl eigentlich alle Sicherheitsmaßnahmen funktioniert haben, zumindest nach technischer Prüfung. Die Frau wurde da auf brutalste Art und Weise kleingedrückt. Der Mangler hat ja noch versucht, sogar sie selbst zu falten am Ende. Äußerst brutale Angelegenheit. Und im Laufe der Geschichte kommen ich habe ein Problem mit dem Namen. Officer Hunter, glaube ich, ja. Mark Jackson dahinter, dass der Mangler vielleicht verflucht sein könnte. Und dann machen sie sich schlau, was gibt es denn da für Flüche? Und dann kommen sie halt auf Jungfrauenblut und diverse Zutaten. Und Götterspeise, du darfst die Götterspeise nicht vergessen. Die Götterspeise, ja genau, wegen den Pferdehufen. soweit so interessant. Gut, ich denke, es geht jetzt. Achso, und dann versucht natürlich diesen Dämon aus diesem Mangler raus zu exorzieren. Mhm. Haben natürlich was übersehen, da der, ich nenne es mal, Fluch komplexer war, als sie angenommen haben. Darauf konnten sie mit ihrem Gegenspruch nicht richtig wirken. Was ich denke, was in dieser Geschichte drin ist, ist einfach nur die Nachricht, dass man sehr schnell sehr viel im Leben Falsches und Böse tun kann. Hm. Mit Absicht oder ohne Absicht. Dass es leicht ist, wesentlich leichter als Gutes zu tun. Weil wenn du etwas Gutes tun möchtest, brauchst du nicht nur gute Absichten, sondern auch musst dich dementsprechend verhandeln, musst respektvoll sein, du musst in deinem Herzen gut sein. Es geht nicht einfach so. Du kannst nicht sagen, ja, ich mache jetzt was Gutes, oh, tut mir leid, ich habe dich jetzt getreten, aber ich war trotzdem gut, die Absicht war rein. Das funktioniert nicht. Und ja, ich denke, dass es darum geht, dass man vielleicht etwas mehr über sein Tun und Handeln nachdenken sollte. Mhm. Böses schnell getan, wieder gut machen ist sehr schwierig. Ich denke, das steckt dahinter. Mhm. Okay. Gut, hast du denn dafür auch wieder ein Zitat oder sowas? Ja. Die schwarzen Künste haben immer schon viel Kreativität erlaubt. So ist das mit dem Bösen. Und mit der Götterspeise. Und der Götterspeise. Ne? Ich kann da unheimlich kreativ sein. Aber wenn ich jemanden verwechseln will, dann muss ich doch schon etwas mehr in mich gehen. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr mir da übereinstimmt oder ob ihr sagt, das ist Bullshit, was ich hier rede. Naja, nee, es ist zumindest, also sagen wir so, die Kurzgeschichte erlaubt ja aufgrund Mangels an Substanz viele Deutungen. Ja. Und also es ist zumindest ein Ansatz, den ich nicht völlig verwerfen würde. Okay. Ich würde es halt jetzt immer noch als reine Dummheit interpretieren von den beteiligten Menschen, aber man kann das durchaus auch als große Lehre des Ganzen daraus ziehen. Da würde ich dir durchaus recht geben, ja. Ich habe noch nicht gesagt, dass es gut ist. Okay, hast du noch eine Meinung oder eine Bewertung dafür? Eine Bewertung hätte ich.
Ich habe jetzt erzählt, was man da sehen könnte oder was ich da irgendwie gesehen habe. Die Umsetzung fand ich trotzdem nicht prima. Eine gut gemeinte 9. Okay, gut, hervorragend. Was wir in der letzten Folge vergessen hatten zu erwähnen, es gibt bei dem Mangler noch Umsetzungen, die hatten wir nicht angesprochen. Deswegen, Flo, dein Einsatz? Es gibt 3 Verfilmungen. Tatsächlich 3. Die erste, ja, sie hatte noch 2 Fortsetzungen. Es ist schrecklich. Also man muss sie nicht gucken. Ansonsten das obligatorische Hörbuch und das war's dann, Gott sei Dank. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch damit einigermaßen am Ende, wenn ihr nicht noch irgendwelche Ergänzungen habt? Nein. Nope. Ich denke, das war's für heute. Okay. Doch, ich habe eine Ergänzung. Ja? Ich bedanke mich, dabei gewesen sein zu dürfen. Sehr gerne. Und wir freuen uns drauf, dich in den nächsten Folgen auch wieder begrüßen zu dürfen. Und ja. Dann auch zum Turm und zu das Mädchen, glaube ich, hatte ich dich eingeschrieben. Also wir werden dich noch öfters hören. Feuerkind. Feuerkind, genau, nicht das Mädchen, Feuerkind, genau. Ist auch ein Mädchen. Ja, das nehmen wir mal so mit, ne? Genau. Gut, dann bedanke ich mich ganz lieb bei euch, lieber Flo, danke dir. Gerne. Lieber Jonas, dir danke ich auch. Ich danke ebenso. Und Stefan, dir danke ich auch. Ich habe zu danken. Und liebe Hörer, euch danke ich natürlich auch und freue mich auf jede Interaktion, die ihr mit mir in irgendeiner Form auf unserem Twitter-Account oder per E-Mail oder sonst wie zustande bringt. Wir danken euch fürs Anhören und ja, wir freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr braucht uns einfach nur anzuschreiben, auf die Leseliste gucken, welche Bücher noch frei sind und uns dann anschreiben und dann könnt ihr gerne mit uns podcasten. Wir würden uns darauf freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Die nächste Folge wäre dann, einen Moment, jetzt muss ich spicken. Ich weiß, was du brauchst. Kinder des Mais und die letzte Sprosse. Hervorragend. Dann freuen wir uns auf euch, auf die nächste Folge. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.